Hallo liebe YouTuber, ich freue mich, dass ihr im neuen Video dabei seid und es geht heute um Tulpen und wie man, was ich so gern zeige, mit wenigen Mitteln die Tulpen schön arrangiert und man braucht keine Massen. Aber zeige ich euch jetzt wieder ein paar tolle Tricks im Video. Ja, zuerst mal möchte ich sagen, ich habe mich heute, wenn auch nur so ganz klein, wie man sieht, ich habe mich gelb-blau gekleidet aus Solidarität und ich hoffe sehr, 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 dass friedlichere Zeiten kommen. Und es macht mir auch sehr viele Gedanken und vielleicht ist es auch mal was, ja, trotzdem möchte ich euch einfach was Schönes zeigen. Aber ich wollte das einfach nicht unerwähnt lassen, weil es die Zeit, weil es so bedrückend und so schlimm ist. Und das wollte ich einfach damit mal zum Ausdruck bringen. Also ich wünsche total diesen Menschen, dass es besser wird und dass die Dinge sich wieder besser entwickeln. Okay, aber dennoch geht's jetzt zum Video. Es ist jetzt Frühlingszeit, Tulpenzeit und ich habe hier jetzt so meine schönen Schaufenstertulpen. Die sind jetzt schon so ein bisschen offener. Die habe ich hier in dem Seegraskorb gestaltet. Da habe ich euch ja in einem Video gezeigt, auch wie man das schön machen kann. Muss auch nicht so eine Masse sein. Und ihr wundert euch jetzt, wieso kommt die Margit jetzt mit den Tulpen im Papier daher? Also was wir immer machen ist, wenn die Tulpen vom Großmarkt kommen, dann packen wir die erstmal, rollen wir die im Papier ein und die sind manchmal, wenn die ganz frisch sind, die haben ja dann wenig Wasser, ja, wo die stehen und dann sind die so schlapp und damit die erstmal Wasser ziehen, schneiden wir die an, packen die ein und dann sind die auch gerad, wenn die fester werden. Und das sind jetzt hier also die ganz knackigen, frischen Tulpen, die sollen jetzt erstmal fester werden und deswegen haben wir die so schön verpackt, dass die sich mal erholen. Und jetzt kommt wieder mal eine spezielle Aktion. Wir haben wunderschöne Kränze gewickelt und diese Kränze versenden wir auch sehr gerne an euch. Jeder Kranz kostet 35 Euro plus Porto, also plus 5,99 Euro. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Kränze, die wir jetzt ganz, ganz frisch gewickelt haben und die wir euch gerne nach Deutschland oder auch auf Anfrage ins Ausland schicken. Rum ist der Kranz mit Buchs gewickelt, mittig ist Moos drin und dieser Kranz, wir versenden den auch, ja, ist jetzt, das Ei liegt jetzt also so drin, dass es nicht durchfällt und man kann das hier so schön reinlegen und könnte das, diesen Kranz auch ein bisschen schräg stellen, ist aber auch einfach wunderschön, wenn man den auf den Esstisch macht. Bei Interesse bitte an youtube@flowerstyle.de. Aber wir freuen uns auch, euch zu beglücken zu Hause mit unseren schönen Arbeiten. Weil wir haben ja schon mal vor 2 Jahren so viele Kränze versendet. Und das war auch eine sehr schöne Aktion. Da war die Corona-Krise. Es ist wirklich verrückt. Ja, also das ist der Kranz Nummer 1. Den lasse ich mal hier hinten. Dann ist er noch mal so ein bisschen im Auge, obwohl er da nicht so wirkt. Grün auf grün wirkt nicht genug, aber egal. Ich habe natürlich noch mehr auf Lager. Hier ist zum Beispiel ein schöner Mooskranz. Das ist jetzt wirklich nur Natur und das lässt sich auch ganz toll auch nach Ostern noch aufhängen. Das ist ein Naturkranz, der ist mit Weidenzweigen, mit dieser Korkenzieherweide gewickelt, mit Zwiebelchen. Die treiben jetzt nicht mehr aus, ja, bestückt. Aber man könnte dann optional zum Beispiel noch frische Zwiebel von der Muscari hier reinmachen, so mittig, ja, so nach außen laufen lassen. Und die würden dann auch in dem Kranz tatsächlich zum Blühen kommen. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Option. Genau, ich kann auch mittig gucken. Das ist eine sehr schöne Option, um den Kranz dann zur Deko auch blühend zu benutzen. Oder, also dieser Kranz, den würde ich jetzt auch für 35 Euro versenden. Genau, hier ist auch schönes Zettelchen. Oder optional, was ich persönlich, also entweder mit den Blüten,
Es schließt sich aber nicht aus. Oder eben mit so einer schönen Macchiato-farbenen Kerze, also ich nenne die Farbe Sahara, mit so einer dicken Kerze, diesen Kranz auf den Tisch stellen. Und ich finde, da muss jetzt noch kein Osterhase rein. Ja, wir haben noch nicht Ostern. Es ist Frühling, aber es ist nicht Ostern. Und mir persönlich ist es auch zu früh, den Osterhasen jetzt auszupacken. Kommt noch in den nächsten Videos, ja. Aber ich bin immer so ein Gegner davon, das alles zu früh zu machen, weil das kommt alles schnell genug. Man soll die Zeit immer für sich erstmal genießen. Kerze 19,50, Kranz 35 Euro. Ja, so, das ist so die zweite Variante. Und Moment, mache ich jetzt auch noch mal hinter mich. Und dann gibt es noch. So, hier ist dieser Kranz. Und da gibt es noch einen Kranz, der ist jetzt, das ist auch ein Naturkranz. Allerdings, das kann auch, das ist jetzt so ein fein geästelter Hartriegel. Ja, den haben wir auch mit den Zwiebeln, mit rötlichen Zwiebeln bestückt, mit dem schönen Sempervivum Dachwurz und mit dem Hartriegel. Der Hartriegel ist natürlich ein Naturzweig, ja, der auch mal ein bisschen dicker, ein bisschen dünner ausfällt. Der Kranz ist aber haltbar, weil der Efeu, der ist nicht echt, der ist künstlich. Ja, und den haben wir jetzt einfach so haltbar drauf gemacht. Und dieser Kranz, den kann man sich also dann wirklich ziemlich lang so an die Tür hängen. Unten ist auch noch ein Band, das dann so runterhängt. Und der, ja genau, ist ganz gleich. Wir sind langweilig, gell? Die Kränze kosten alle 35 Euro. Fertig, aus. Ich brauche gar nicht so sehr differenzieren. Und das ist jetzt also so eine Variante, den man wirklich lange, lange hängen lassen kann. Bei Bedarf könnte man einfach ein paar frische Sempervivum dran kleben. Ach, was er auch noch hat, sind hier die Magnolienknospen, ja, diese pelzigen, diese schönen. Aber das sind jetzt unsere Kränze. Also wem es nach Frühlingskränzen ist und wer sagt, ach, Ostern muss ich gar nicht unbedingt, ich will den nach Ostern auch noch hängen lassen, der kann gern an meine E-Mail youtube@flowerstyle.de Kränze bestellen. Es kommen immer die 5,99 € Porto dazu. Da komme ich leider auch nicht umhin, weil die muss ich sonst bezahlen. Aber ich löse extra online die Paketmarke ein und damit spart man auch ein bisschen Geld und somit auch ihr. Und dann versuche ich natürlich immer auch dann auf dem Weg günstig die Kränze zu versenden. Jetzt komme ich aber endlich zum eigentlichen Zweck meines Videos und ich versuche ja immer ja, mit wenigen Mitteln, also mit wenigen Tulpen, eine schöne Deko zu machen. Ich nehme bewusst die Tulpen, die ein bisschen aufgeblühter sind, weil im Video hat es natürlich da eine andere Wirkung, wie wenn ich euch so knospige Tulpen zeige, und dann sagt ihr, man sieht ja gar nichts. Und das lasse ich dann sein, ja, das ist dann ein bisschen blöd. Das heißt, ich nehme hier meine Tulpen, aber ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz eine Kleinigkeit fürs Video holen. Moment, ich bin sofort zurück. So, ich habe jetzt also tatsächlich nur 7 Tulpen. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Ja, die Tulpen sind schön offen. Und dann halt gibt es natürlich so dieses Problem, dass man ja oft hat. Man hat irgendwie eine schöne Vase, die ist zum Beispiel ganz toll, ja, die ist wunderschön, wie so ein ganz großes Wegglas fast, ja, oder so eine Vase. Aber wenn ich die Tulpen jetzt da nur so reinstelle, Moment, ich schneide die mal zuvor kurz auf eine Länge. Jetzt habe ich sie auf eine Länge gelegt. Und Tulpen auf eine Länge schneiden, da gibt es auch so einen netten kleinen Trick. Wenn man dann also ein größeres Bündel hat, wir haben dann ja oft 50 Stück, wir legen die hier an die Tischkante und
und schneiden an der Tischkante alle Tulpen. Also ich bin jetzt gerade an der Tischkante nur einmal runtergegangen und dann hat man alle 7 Tulpen so wirklich auf die Schnelle einmal abgeschnitten. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ich stelle jetzt die Tulpen so in die Vase. Ist jetzt nicht schlecht, aber ist auch nicht der Knaller. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so. Ich bin jetzt mal in die Natur gegangen, habe mir einen schönen Korkenzieher Haselnussast ausgesucht, den ich hier auf das Glas einfach drüber hänge. Und mit den Tulpen kann man zum Beispiel auch ein hübsches Juteband nehmen. Ja, dann nehme ich einfach mal so ein Stück davon, schneide es ab. Moment, erstmal eine passende Schere suchen. Man sieht, ich neben dem Großmarkt einkaufen, dem Geschäftsbetrieb, muss ich natürlich für die Videos dann doch auch ein bisschen was vorbereiten. Und die Materialien, die suche ich mir dann doch irgendwie zusammen. Ja, nehme dieses mit dem Juteband, wickle ich einfach die Tulpen so ein Stück ab, ja, und kann das mit der Stecknadel einfach feststecken. Und dann stelle ich die Tulpen hier in die Vase und lasse die mit dem Zweig einfach so in der Vase quasi so drüber liegen. Und dadurch, dass dieser Zweig da ist und dieses Band, sieht das gleich anders aus, wie wenn ich jetzt nur diese 7 Tulpen da reinstellen würde. Und obwohl die Vase viel zu groß ist, hat es doch eine ganz andere Optik, wie wenn ich jetzt nur Tulpen reinstelle. Und es ist eigentlich nur ganz wenig Deko, die ich genommen habe. Ja, so ganz, ganz easy. Optional könnte man natürlich auch die Tulpen in ein Blatt einwickeln. Ja, also diesen unten die Tulpenstiele. Ich nehme die gerade mal. Könnte ich zum Beispiel auch in ein Blatt einwickeln. Ja, das wäre die andere Option. Statt diesem Band. Ja, es ist dann natürlich ein bisschen grüner, das Ganze. Also das sind so Optionen, Moment, die man, wo man mit wenigen Tulpen und dank diesem Ast kann man dann mit wenigen Tulpen dann doch mehr draus machen, wie wenn das jetzt nur so drin steht. Man kann auch einen Birkenast querlegen. Ja, das ist also so eine kleine Trickserei. Dann habe ich noch so eine Option. Ich dachte, ach, das wäre eigentlich ganz schön. Ich bin ja immer so ein Fan von Weide. Ja, so diese schöne senfgelbe, helle Weide. Und also es geht nicht nur, Moment, es geht nicht nur, ich muss das jetzt auch mal kurz verwickeln. Ja. Es geht also nicht nur mit einem Ast, dass man was Schönes macht, sondern man kann auch mit Weide, also die Weide ineinander verwickeln. Ja, man macht 2 Stränge und wickelt immer die Weide ineinander und dann würde ich mit der Weide so einen Ring wickeln und so einfach alles miteinander verdrillen. So, ich hänge in meinem eigenen Korkenzieher Ast, die Weide ineinander verdrehen und dann habe ich hier so einen schönen Weidenring. Schneide dann einfach noch mal kurz die Enden ab, beziehungsweise drehe die noch einmal rein, aber was mir zu sehr raussteht, kann ich auch abschneiden, wenn ich dann so eine Vase habe mit so einem schmalen Hals zum Beispiel, dann nehme ich einfach den Ring und schiebe den in den Hals rein und nehme dann wieder meine Tulpen und nehme einfach diesen Weidenring als gestalterisches Element, dass die Tulpen so an dem Weidenring lehnen. Ja. Das hat natürlich alles dann immer einen dekorativeren Effekt, wie wenn die Tulpen jetzt nur so alleine da drin stehen. Und optional kann man natürlich auch ein bisschen mit Draht dekorieren zum Beispiel. Ja, kann die Tulpen natürlich auch mit nochmal dieses Juteband nochmal mit einem pinkfarbenen Draht umwickeln. Das mache ich gerade mal kurz schnell. So, dann hat es hier nochmal so ein feines Muster. Und wenn ich dann die Tulpen jetzt auch nochmal fixieren wollte, dann könnte ich natürlich mit dem Draht um die Stiele, die nach oben gehen, hier von dem Weidenring, da gehen ja Stiele nach oben, und dann kann ich einfach die Tulpen
mit dem Draht an diesen, ja, an diesen Weidenring quasi fixieren, sodass die auch stehen bleiben. Wenn man sagt, okay, ich möchte die da nicht, dass die liegen, dann kann man die natürlich auch da reinstellen, auf mit einfachen, ja, mit ganz einfachen Mitteln. Und das ist jetzt so mein, ja, das sind so meine Tipps und Tricks, wie man wirklich mit ganz wenigen Tulpen die passende Vase aussucht und diese Vase auch sofort ja perfekt passend macht für wenige Tulpen und sich damit einfach ja den Frühling mit ganz einfachen Mitteln ins Haus holt, weil so ein Bündchen Tulpen, das ist jetzt auch eine, das ist keine große Investition und es ist dann doch eine ganz lässige und schöne Deko, die man sich selber so gönnen kann. Ja, das sind jetzt so ganz einfache Tulpentricks und ich würde gerne mal hören, ob ihr noch mehr, ja, so Tulpentricks oder eben wie man mit Natur die Tulpe schön dekorieren kann, ob euch das noch interessieren wird, weil ich glaube, mir fällt da noch einiges ein dazu. Ich freue mich aber auf jeden Fall total von euch zu hören und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und ich wünsche uns allen alles Gute und dass sich die ganze Lage in der Welt wieder verbessert. Also, alles Liebe und schön, dass ihr heute dabei wart. Alles Liebe und viele, viele friedliche Grüße, friedenswünschende Grüße von eurer Margit.